Hier sehen wir, der Radweg endet dort. Wir wollen dort hinten an der Ampel links abbiegen, bleiben also hier auf der Fahrbahn, um gleich auf den Linksabbiegestreifen zu fahren. Aber hey, was soll's? Verkehrsinsel, scheißegal. Wen interessiert das schon? Also ich bin jetzt kein Unfallforscher, aber ich würde behaupten, aus meiner laienhaften Sicht heraus, dass solch ein Verhalten dieser Autofahrerin eventuell doch dazu führen kann, dass es im Zweifel zu einem Unfall kommen kann, bei dem der Radfahrer oder die Radfahrerin stürzt, sich schwer verletzt oder gegebenenfalls auch in das nächste Auto gerät und stirbt. Man mag die Zeitung aufschlagen und das oft genug sehen. Das kann passieren. Ich frage mich immer, was hat man bezweckt, dass man vor der Verkehrsinsel bei hoher Geschwindigkeit den Radfahrer hier in diesem Falle mit so wenig Abstand überholen muss, dass ich fast schon auf den Beifahrersitz gucken kann, was da so alles rumliegt. Verstehe ich nicht. Wollte man mich bestrafen, weil ich es gewagt habe, nicht auf den Radweg rechts zu wechseln, weil ich links abbiegen möchte? Hat man mich bestraft, weil man denkt, dass ich mit meinem Fahrrad weniger wert bin? Herzlich willkommen. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wie ihr solche Szenen findet. Motiviert euch das, aufs Rad zu steigen? Oder schreckt euch das eher ab? Wenn es euch abschreckt, ich kann es verstehen.